I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Runde FIFA 16 am Start. Ja, als erstes wie üblich lassen wir unsere Spieler trainieren. Ja, jetzt sieht es doch relativ ordentlich aus in der Saison, also können uns da oben weiterhin festsetzen. Das ist unser Ziel, vielleicht noch ein, zwei Plätze nach oben zu klettern, um dann den Aufstieg zu sichern. Wir sehen hier, das nächste Spiel geht gegen Frankfurt. Wir gucken es uns nochmal an. Ja, Frankfurt derzeit auf Platz 15, also sehr abstiegsgefährdet, und werden natürlich versuchen, jetzt alles reinzulegen, um dort rauszukommen. Und wir versuchen das dann zu unterbinden, das Ganze. Hoffentlich klappt das denn auch, und weiter nach oben zu steigen, das wäre natürlich für uns die optimale Ausgangslage in Bezug auf die kommenden Spiele. Wir haben ja nochmal den Bericht der Jugendmannschaft, ja, mit einer Gesamtbewertung zwischen 72 und 88 hat er später. Das ist doch richtig gut hier. Ja, einige relativ ordentliche Spieler jetzt noch nicht, die ganz guten mit irgendwas, weiß ich, 90 knapp, aber trotzdem von der Bewertung her geht das für den Anfang erstmal in Ordnung. Ich meine, ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet, dass wir da was weiß ich für Spieler kriegen. Klar, das ist ein Scout, einer der schlechtesten hier, und deswegen sollte man da auch nicht allzu viel von erwarten. Trotzdem haben wir da einige gute Spieler gefunden, und ich finde, das geht an und für sich, geht das vollkommen in Ordnung. Ja, und bald geht es dann auch in die Winterperiode. Ich sehe es hier gerade, also 15 Spiele sind hier schon gespielt, und das könnte dann richtig interessant werden für uns in Bezug auf die Verpflichtung von anderen Spielern. Da wollen wir natürlich dann auf jeden Fall tätig werden. Ich kann es mir ja hier nochmal angucken, was unser Transferbudget sagt. Okay, also bislang 3 Millionen knapp, ein bisschen drunter. Und ja, da können wir auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler von holen, auch einen richtig guten. Müssen wir uns nochmal angucken, vielleicht, denke ich mal, in der Verteidigung. Aber ich würde jetzt sagen, ohne weiter groß drum zu reden, gehen wir jetzt in die nächste Partie gegen Frankfurt, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier sind wir jetzt zurück, und es sieht ganz schön verschneit aus. Klar, es ist im Dezember. Und das könnte jetzt auf jeden Fall vielleicht den Ausgang des Spiels ein wenig beeinflussen. Wir hoffen es natürlich nicht. Also, aber das könnte mal eine ganz andere Nummer werden, hier bei Schnee zu spielen. Es wird auf jeden Fall interessant. Dafür kann ich euch schon mal hinlegen. Und ich würde sagen, jetzt geht's hier los direkt ins Spiel. Und ich hoffe, dass wir das richtig gut angehen werden. Dass wir wie in den letzten Partien hier mit einer Sicherheit spielen, die unfassbar gut ist. Ich meine, sie wissen ja auch, dass wir beispielsweise Spieler wie Lakic und Rojas haben, die da immer auch mal alleine durchgehen können. Jetzt hier mal der schöne Versuch. Und Abseits-Tor, da haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Wir sehen es ja nochmal in der Wiederholung. Also da hat die Abwehr mal überhaupt nicht aufgepasst, auch wenn das hier Abseits war. Also sowas geht natürlich gar nicht. Haben wir da nochmal Glück im Unglück gehabt, kann man sagen. Also machen sie das im Großen und Ganzen ordentlich, versuchen da immer wieder zu attackieren. Und hier geht es jetzt den Freistoß für Lakic. Der hat ihn da gut rausgeholt. Und jetzt wird es gefährlich. Vielleicht mal eine gefährliche Situation jetzt. Und der Ball geht aber doch relativ deutlich über die Latte. Also keine Gefahr hier für die Frankfurter. Und jetzt auf der anderen Seite. Also die Frankfurter haben hier doch schöne Kombinationen, machen das Spiel schnell über außen. Jetzt hier die rechte Seite, bringt die Flanke rein, und hier steht es 1:0. Wunderschöner Konter. Wir sehen es ja nochmal in der Wiederholung. Da haben sie wirklich all ihre Qualitäten ausgespielt, und da hat man auch wieder gesehen, dass das eine einstudierte Situation war. Hier schön da ganz knapp gespielt und einfach reingezimmert hier den Ball über die Flanke. Schönes Ding. Der Keeper natürlich sieht da nicht gut aus in der Situation, das ist ganz klar. Und hier steht es jetzt 1:0 für die Gäste aus Frankfurt. Zieht er ab, und da hat der Keeper doch einige Probleme. Bekommt den Ball hier auch nicht, und jetzt ist er natürlich draußen. Unfassbare Aktion hier, also was ihn da geritten hat, den Keeper, das wissen wir auch nicht. Aber Glück für uns, und das haben wir ganz eiskalt ausgenutzt. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Der Keeper bekommt den Ball nicht, und das ist natürlich ganz ärgerlich. Also da kam vieles zusammen, und dementsprechend steht hier jetzt 1:1. Also da haben wir echt Glück gehabt in dieser Situation.
dass wir den Ball da noch reinbekommen haben, ganz klar, aber Silvestre hat das ganz sicher gemacht. Überhaupt nicht gefährlich, der geht da deutlich übers Tor, hätte den Ball vielleicht als Flanke reinbringen sollen, das wäre natürlich besser gewesen, aber später ist man immer wieder schlauer, das ist ganz klar. Jetzt die letzte Minute in der Nachspielzeit, das sollte es eigentlich gewesen sein, der Schiri sollte gleich abpfeifen. Ja, nochmal hier eine Chance für uns, richtig gut gemacht, Silvestre bringt den Ball rein, aber da steht keiner, Lakic hat da auch keine Chance ranzukommen und das war's jetzt hier von der ersten Hälfte. Ja, hier sind wir im zweiten Durchgang wieder und was man sagen kann halt, also über die erste Hälfte haben wir das eigentlich relativ ordentlich gespielt. Da war halt diese eine Aktion dabei, wo man hätte sagen können, ja gut, die muss nicht sein, das Gegentor. Aber ansonsten scheint das doch richtig gut für uns zu laufen. Wir stehen zu Recht so weit oben, das muss man auch wieder anmerken. Ja, da muss er natürlich über außen spielen, hat da jetzt mal Platz. Jetzt macht er das schön, jetzt geht er da alleine durch, aber kein Problem für unseren Keeper, der da richtig gut steht in der Situation. Schön gemacht. Hier gibt es nur noch eine Minute oben drauf. Das sollte es gewesen sein hier im zweiten Durchgang. Also vielleicht nochmal eine Möglichkeit für uns jetzt hier. Aber ansonsten war es das schön durchgesteckt für Lakic. Der geht da über außen. Macht das hier gut, kommt da durch. Aber sie fangen den Ball ab und das war's jetzt hier von der Partie. Ich verabschiede mich jetzt hier von dem Spiel. Gleich wird's ins nächste gehen. Aber ein 1:1, das hat hier dementsprechend nicht gereicht. Ja, hier sind wir jetzt zurück im Menü und in der Tabelle zeichnet sich das gerade noch nicht so ab. Obwohl, hoffentlich gewinnt Kaiserslautern hier jetzt nicht. Ansonsten kann das noch ganz, ganz bitter werden. Wir sehen es ja, ja, sie haben gewonnen und das sind 2 Punkte, das ist noch nicht die Welt, das ist ganz klar, muss man so sagen, aber trotzdem haben wir da dann immer noch die Möglichkeit aufzusteigen, das wollen wir natürlich auch noch, aber den Anschluss dürfen wir auf alle Fälle nicht verlieren, das wäre das Schlechteste, was uns hier in dieser Situation passieren kann. Hier haben wir wieder einige Spieler, ja, die von der Jugendmannschaft gescoutet wurden, aber das sieht nicht so gut aus, also da waren nicht überragende Spieler dabei, wie ich finde. Haben wir wieder Nationaltrainer Anfragen, werde ich im Moment, wie gesagt, noch auslassen. Also da müssen wir nochmal in Ruhe entscheiden, mache ich mal nochmal eine Abstimmung und ansonsten geht das Ganze hier richtig in Ordnung. So langsam müssen wir uns dann auch mal dafür entscheiden, ob wir das dann jetzt letztendlich machen oder nicht. Hier haben wir einen richtig guten Spieler von Sporting Lissabon. Er ist gerade ausgeliehen, aber trotzdem an sich ein richtig klasse Spieler, wie ich hier gerade gesehen habe. Ich würde sagen, gleich geht es auch dann in die nächste Partie rein. Ich würde jetzt gar nicht so lange drumherum reden. Geht gegen Fortuna Düsseldorf. Mal sehen, welcher Platz sind sie gerade auf Rang 14. Also, ja, man sagt ja immer, dass die Mannschaften, die dort unten stehen, dass sie nicht so gut spielen, aber man hat ja eben gesehen, Frankfurt hat dann doch richtig gut gegenhalten können gegen uns und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall ein richtig interessantes Spiel. Wir sind hier natürlich auf Rang 4, beziehungsweise wir sind hier auf Rang 5, habe ich gerade gesehen, also ganz bittere Aktion, müssen jetzt natürlich gewinnen, das wäre sowas von wichtig für uns und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Hier geht's jetzt ins nächste Bundesligaspiel und zwar spielen wir hier in Düsseldorf. Das könnte richtig interessant werden für uns. Also ganz klar, dass Düsseldorf hier von vornherein als sehr starker Gegner gilt und dass wir ihn da auch nicht unterschätzen dürfen. Das ist logisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die Partie und hoffen darauf, dass es mal wieder ein Sieg wird, dass wir da uns da oben wieder ranklimmen können. Das ist natürlich immer so eine ganz heikle Sache. Dann sehen wir einfach mal, was hier jetzt draus wird. Vielleicht mal mit einer Chance, aber die Frankfurter sind wieder da. Ganz gefährlicher Ball hier, der Keeper mit einer Glanzparade. Also unfassbare Aktion jetzt hier von ihm. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Richtig starker Reflex hier und kann da zum Glück noch zur Ecke klären. Mal sehen, was sie da jetzt draus machen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu gefährlich wird. Ne, wir sehen es hier. Kein Problem. Und das gibt jetzt eine Karte. Also das gibt mindestens eine gelbe Karte. Wir sehen es hier. Ganz hartes Zweikampfverhalten gegen Lakic. Da gut gemacht auf Stöger. Spielt den Ball hier zu Lakic. Der macht das gut und jetzt hat er Platz. Jetzt hat Silvestre Platz.
kann da durchgehen, spielt den Ball auf Quali und 1:0. Da hat er die Übersicht gehabt. Unfassbare Aktion hier, gut ausgekontert. Und Quali, der läuft dann natürlich auf der anderen Seite mit und macht das richtig klasse. Silvestre mit dieser unfassbaren Übersicht und setzt ihn da richtig toll in Szene. Also das war ein ganz gutes Tor. Das war Teamwork, hat man hier gesehen, vom Feinsten. Da stolpert er den Ball quasi ins Tor und der Keeper kann da nur hinterher schauen. Da gibt's nichts zu machen. Jetzt natürlich wieder dieser psychologische Vorteil für uns, ganz, ganz wichtig. Rojas, und ja, der Doppelpass hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Was hat man hier in der Situation gesehen? Hier gibt es jetzt nochmal 2 Minuten oben drauf in der ersten Hälfte. Aber das sollte doch, denke ich mal, jetzt nicht mehr ausreichen, um hier den Ausgleichstreffer noch zu erzielen. Da müssen sie vielleicht bis zur zweiten Halbzeit warten, die Düsseldorfer. Also, sie spielen richtig ordentlich, können das Ganze aber noch nicht im Ergebnis widerspiegeln. Das ist schon mal ganz klar zu sagen. Das ist für mich auch hier das Fazit der ersten Halbzeit, dass wir da doch sehr ausgeglichen spielen. Und jetzt geht's hier in die Halbzeitpause. Gehe jetzt zurück aus der Pause und wir haben natürlich wieder frische Kräfte getankt, das ist ganz klar. Versuchen jetzt natürlich da weiter zu spielen, wo wir aufgehört haben. Versuchen dann noch ein Tor nachzulegen. Das dient natürlich immer der Sicherheit, dass wir hier jetzt uns nicht hinten reinstellen. Das wäre die vollkommen falsche Entscheidung. Stöger kann sich da nicht durchsetzen auf der Außenbahn, schade. Stattdessen sind die Düsseldorfer wieder in Ballbesitz. Macht das da klasse, kann sich da dann aber gegen 3 Gegenspieler nicht durchsetzen. Stattdessen kommen sie nochmal und der Keeper hat da Glück gehabt. Also, dass ihm der Ball da verspringt, da haben wir richtig Glück gehabt in dieser Situation. Und er will ja natürlich dran anknüpfen. Das gibt natürlich auch eine breite Brust, das sieht man, er hat Selbstvertrauen getankt. Hier auf der anderen Seite, da geht der Verteidiger nochmal mit dem Fuß ran und klärt hier zur nächsten Ecke. Jetzt könnte es nochmal gefährlich werden bei dieser Standardsituation. Ja, klärt er und es gibt einen erneuten Eckball für die Heimmannschaft aus Düsseldorf. Klar, also er soll natürlich jetzt hier den Schwung ein wenig rausnehmen aus der Partie. Er soll da ein wenig zeigen, was er drauf hat. Und jetzt Silvestre. Mit der Chance kann er das machen. Silvestre scheitert am Keeper. Aber nochmal die Chance, setzt danach und bekommt dann zum Glück nochmal die zweite Chance. Und macht das dann auch ganz sicher. 2:0. Und das ist es hier schon fast gewesen. Wir sehen es hier nochmal da. Pariert der Keeper super. Kann den Ball aber nicht festhalten. Und deswegen hat Silvestre da nochmal die Chance nachzusetzen. Und macht das auch. Und der sitzt dann auch im zweiten Versuch hier schön gemacht. Und das sollte es jetzt wirklich sein von der Partie. Das sollte uns auch wieder in Richtung Aufstieg bringen, unser großes Ziel. Und Oliver Kirch kann sich da vielleicht nochmal behaupten auf seiner alten Position. Und jetzt geht's für Silvestre über Balkorts und Lakic. Aber er kann ihn nicht unterbringen. Das ist ja unfassbar. Also Lakic verspielt hier wirklich seine Möglichkeiten, hat schon lange nicht getroffen. Und das ist wie eine Art Fluch für ihn. Das ist ganz klar, das sitzt jetzt tief bei ihm, dass er diesen Ball nicht gemacht hat. Unfassbare Aktion. Damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass der Ball da so zu ihm kommt. Lakic bekommt denn nicht mehr die Chance. Schade. Macht das ohne Probleme. Und Lakic jetzt mit einer Chance. Und die letzte Möglichkeit in dieser Partie. Der Ball ist drin. Unfassbare Aktion. Lakic kommt hier nochmal zu seiner Chance und nutzt diese auch. Also, das ist wichtig für ihn, dass er diesen Ball reingemacht hat. Unfassbar. Wir sehen es ja so kurz vor Schluss. Da hatte der Schiedsrichter die Pfeife schon im Mund. Aber hat noch nicht gepfiffen. Und deswegen zählt der Treffer natürlich noch. Ein wieder ganz, ganz großer Sieg hier. 3:0 gerettet. Unfassbar. Also das war hier schon ein richtig gutes Spiel, wie wir gesehen haben. In der ersten Halbzeit war das Ganze noch sehr ausgeglichen. Aber jetzt im zweiten Durchgang haben wir ihn doch gezeigt, wo wir dann letztendlich stehen wollen, ganz oben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier von dieser Folge und ich freue mich natürlich auf das nächste Mal. Haut da rein.